Ey, du hast mit privaten Details noch nicht mal Casa zerfleischt. Mehr als mich dumm zu nennen, fiel dir bei mir gerade nicht ein. Du bist bodenständig, trotz dem ganzen Fame vom Turnier. Mann, du bist nicht Fame, du hast dich sogar selbst abonniert. Wieder im Finale, was an sich eine gute Leistung ist. Denn für das Geld macht deine Mama nochmal stundenweise Schicht. Du machst es wie ich mit meinem Gras, was meinst du, Hure eigentlich? Dich kann man nicht in der Pfeife rauchen, weil du die Pfeife bist. Versuchst mein Werdegang zu läutern und das ohne rechtes Wissen. Und behauptest dabei, du willst mich nicht oberflächlich dissen. Bist du vollkommen behindert, denn nach Palein sagt er, ich sehe aus wie Voldemort. Wer ist jetzt der Holzkopf, du Spinner? Wieso fragst du mich, wie ich mir einen R8 leisten kann? Das ist ein A6, du Flachpfeife, Mann. Lebst du Trottel hinterm Mond oder wieso frontest du mich mit nem Auto, das noch mehr kostet als der Block, in dem du wohnst? Gio, wenn du clever wärst, würdest du mich nicht mit einer 90.000 Euro Karre dissen, wenn du S-Bahn fährst. Heute wird der Bastard gekillt, denn der Kluge gibt nach und der Dumme bekommt das, was er will. Du hast da was verwechselt, denn als du noch Beatbox gemacht hast, gab deine Mama mir wöchentlich nen Deep Throat, du Bastard. Geld muss ich nie abdrücken, doch bei deiner Mutter Sonja für die sexuellen Praktiken kein Plan, ob es die Bitch noch weiß. Doch sie hat das Kondom genüsslich ausgelutscht, als wäre es ein fucking Tip-Top-Eis. Ich mach mit Moneyboy ne Crew, wir nennen uns Dumm und Dümmer. Du nennst deine Crew mit Casa die zwei Hurenkinder. Sheesh. Mann, ich hab mir alles selbst verdient und mir in meinem ganzen Leben niemals etwas Geld geliehen. Dann sagt mir Giovanni, dass ich damals keine Kohle hatte. Doch ich hab am Tag mehr Geld verdient, als die Fotze in einem Monat machte. Cash aus einem Bauarbeiter nennen, find ich auch dämlich, wenn das einer sagt mit nem Abschluss in Bautechnik. Da fragt man sich, was dieser Spasti verdient und findet raus, dass er nicht arbeitet und Hartz IV bezieht. Doch Giovanni Gartner, ich schenk dir ein gar nichts, denn damit bist du Gärtner und kannst Rasenmähen. Gio, du hast recht, den Logopäden hab ich empfohlen. Für dich hab ich auch noch einen Weltklasse-Gesichtschirurgen. Mann, um dich zu betteln braucht man gar nicht viel, da reicht meine Mähne. Nur weil du ne Glatze hast, stehen dir nicht die Haare zu Berge. Er denkt sich, was für ne Mähne, da braucht man keine Kappe anzuziehen. Spurtet in den Laden und kauft eine Packung Alpecin. Damals habt ihr Julia mal gedisst. Ey, was machst du denn hier? Ach, das bringt dir Hurensohn ja Klicks. Du machst alles für ein bisschen Geld, wie bist du denn drauf? Du wirst ganz offiziell MC Bitch Move getauft. Front ist das Turnier bei Schizophrenic, block wie ne Snitch. Und dann machst du dann bei dem letztendlich doch wieder mit. Jener fragt sich jeder Mensch, was für ein Heuchler du bist, der innerlich noch hässlicher als äußerlich ist. Du schreibst ein paar Lines hin und fixst mich kurz. Kümmer dich mal um dein Scheißkind, du Missgeburt. Die ersten Worte deiner Tochter waren wohl nicht schön für dich, denn sie sagte: Bitte Papa, bitte töte mich. Die krassen Jungs, die du ja so betonst, sind meine Freunde und sie kommen dich schon, sobald sie wissen, wo du wohnst. Und von dieser, wie du sagst, komischen Gestalt wird mit deinem Blut in knallrot dein Wohnzimmer bemalt. Du schämst dich für dich selbst, denn in jedem Track musst du rappen. Komm nicht auf die Idee, mich mit Gio Rap mal zu betteln, denn du weißt, das ist ganz schön peinlich. Zerreißt dich hier ganz allein, Bitch. Dann sagst du mir, ich wär ne Spongebob-Kopie, Mann, das Wort Ironie. Checkst du Holzkopf wohl nie, das nennt man Déjà-vu, du Trottel. Wenn du siehst, wie ich im Parkhaus bitt, denkst du daran, wie man dir das letzte Jahr den Arsch auffrisst. Und du bezeichnest mich dann als Fake, doch ich bin kein Plagiat, man, ich bin das Update. Ich würd dich wirklich gerne ne Kopie nennen, doch zu deiner Fresse fällt mir nichts ein. Denn wirklich nichts scheint zu hässlich zu sein. Ist das ein Doppelkinn oder warst du beim plastischen Chirurgen? Denn das, was da rumhängt, ähnelt mehr nem stark behaarten Hoden. Mit dem Sackgesicht machst du noch auf King und behauptest, du hast Eier, schon richtig, aber nur unterm Kinn. Und meinen alten Namen E-Shot, du Schmachthaken, hab ich nur geswitcht, weil wir ein Feature gemacht haben. Wie konntest du das all den Leuten sagen? Bist du behindert oder was? Jetzt brauch ich wieder einen neuen Namen. Mann, der will mich doch verarschen oder nicht? Recherchiert mein ganzes Leben und dann sagt er, dass ich kiff. Ich saß vorm PC und dachte mir nur zugedröhnt, was geht denn, Mann? Ich kiff nur, damit ich mir solche Hurensöhne geben kann. Deine Kifferlines waren Standard-Scheiß, deine Facebook-Bilder kontern dich schon ganz allein. Statt mit Bräuten chillen, war ich mit meinen Freunden kiffen. Ihr hingegen malt euch lieber Bärte über eure Lippen. Ich war hart am Hasseln, du hingegen mit den Liebsten kuscheln. Bis Sonja sagte, es wird Zeit für das Familienpuzzeln. Du miese Schwuchtel, bist kein G, du schlüpfst ins Frauenkleid und hast nur Haare, wenn du dir wieder Perücken ausleihst. Nicht wie dein Vater Wolfgang Winning, der es richtig machte, der deine Mom verließ und danach andere Bitches knackte. Denn er meinte, deine Mutter, dieses fette Schwein, hat beim Sex nur einen massiven Felsgestein im Bett gegleicht. Echt mal heiß, Wolfgang hat einen guten Geschmack. Man kann nur hoffen, dass er nicht noch einen Hurensohn macht, der mit 24 Jahren fast schon aussieht wie ein Rentner. Sei ehrlich, bei dem Bild hast du wohl kaum viel verändert. Im nächsten Teil von Harry Potter spielt Gio Dobbys Bruder und wird dann der nächste Robert De Niro. Dann hast du, was du wolltest, denn du bloß dafür ein bisschen Cash. Würd dich hier verlieren, hieß es Spongebob gegen Mr. Krabs. Und weil du so ein Opfer bist, das kein Geld für eine Nanny hat, nimmst du zum Redestall von deiner Tochter mit. Überanstreng deine T-Rex-Arme nicht, bei dem aus Sicherheitsgründen massive Stahlgerüst. Pass mal auf die Leine, in der ich
Die Rechtsradikale schnell macht Sinn, weil ich sage, dass ich auch Zweckreime haben könnt. Meine Behinderung ist geistig, nein, eher deine, wenn du nicht mal meine Zeilen peilst. Und ich schwör, dass ich einen Besen fresse, Mann, wenn du Spinner meine nächsten beiden Zeilen ohne Fehler rappen kannst. Meine Crew rappt immer nur auf Weed und Coca Lines. Wir machen Trap of Drugs, schickst du mir einen Videobeweis. Willst du siegen, du erscheinst dir mit so gammligen Fersen. Da kannst du gleich versuchen, Steine an den Panzer zu werfen. Weil du öfters als zu Hause bei den Arbeitsämtern sitzt, denken sich die Mitarbeiter, dass du ein Angestellter bist. Ich hab ne leichte Ahnung, was die Fotzen mit ihrem Hartz IV machen. Gehen in Kneipen und da posen sie mit Bierflaschen. Bei den Pennern fragt man sich, ob sowas noch Klamotten sind. Zu kleiner Sweater und du trägst die Hose bis zum Doppelkinn. Deine kleine Schwester Shishi hat Tripper, denn sie klebt an jeder Banane wie Chiquita-Sticker. Und wie erwartet fick ich alle in dem Part, außer deine Oma, denn sie wartet schon im Sarg.